Hallo, heute bekommt ihr einen kleinen Einblick in meine Küche, die ich mit meinem Mitbewohner teile. Unsere Küche ist sehr einfach ausgestattet und auch ein bisschen improvisiert, dafür, dass jeder von uns sehr viel kocht. Aber bisher hat das ausgereicht. Einmal im Jahr mache ich so eine kleine Aufräumaktion in der Küche, bei der ich überprüfe, ob es nicht doch irgendwelche Dinge gibt, die wir nicht mehr brauchen. Seien das jetzt abgelaufene Lebensmittel oder Kochutensilien, die wir nicht benutzen. Einige Möbel wie die Kommode und das große Regal haben wir vor vielen Jahren gebraucht über eBay Kleinanzeigen erstanden. Der Herd und die nicht so hübsche Spüle waren schon drin und den Kühlschrank habe ich vor 4 Jahren neu gekauft, nachdem wir 4 Jahre komplett ohne Kühlschrank gelebt haben. Ich habe ein besonders kleines und energieeffizientes Gerät ausgesucht. Gewürze und andere Trockenvorräte kaufe ich ja überwiegend lose ein und bewahre sie in leeren Einweggläsern auf. Spülmittel kaufe ich im Unverpacktladen ein, weil mein Mitbewohner mein selbstgemachtes Spülmittel nicht so gerne mag. Ansonsten nutzen wir noch eine Holzspülbürste und Baumwolllappen. Wir haben eine Pfanne, einen großen und einen kleinen Topf. Und wenn wir ganz ordentlich sind, bewahren wir das unter der Spüle auf, aber meistens sind die Sachen sowieso in Gebrauch. Dort sammeln wir auch Verpackungen, Zeitungen und alte Papiertüten, die wir dann für unseren Müll wieder verwenden können. Auch wenn ich darauf achte, möglichst wenig Müll zu produzieren, lebe ich natürlich nicht komplett müllfrei. Und das, was dann anfällt, sammle ich zum Beispiel mit Hilfe von Toilettenpapierverpackungen. Die eignen sich zum Beispiel sehr gut, um Wertstoffe zu sammeln. Altpapier kommt bei uns in einen Emailleimer und Bioabfälle sammeln wir mit Hilfe von Zeitungspapier oder alten Papiertüten. Da wir zu zweit sind und nie mehr als einen Gast gleichzeitig haben, haben wir auch nur so viel Geschirr wie nötig. In den Schubladen bewahren wir Tee und unser Besteck auf. Mein Mitbewohner liebt es zu backen und trotzdem ist seine Ausstattung dafür ziemlich basic und einige Dinge hat er nicht mal extra gekauft, sondern Nachbarn haben es zum Verschenken in den Hausflur gestellt, wie zum Beispiel das Nudelholz oder das Handrührgerät. Das war ein kleiner Eindruck von unserer Küche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr kein Video verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!